Dann haben wir das Thema Name, sich einen Namen machen. Neudeutsch würde man sagen, sich eine persönliche Marke aufzubauen. Klingt immer so künstlich, finde ich. Und es steht ja auch kein Name dabei, Sie alle wissen aber, wer es ist. Daniela Katzenberger ist wohl die berühmteste Blondine in Deutschland geworden. Das hat sie dadurch gemacht, indem sie sich ganz, ganz konsequent über die letzten Jahre einen Namen gemacht hat. Und jeder von uns weiß, wer sie ist. Was hat sie damit gemacht? A, sie ist leidenschaftliche Entertainerin. Sie mag es, Menschen zu unterhalten. Das hat sie damals festgestellt am Tresen ihrer Mutter. Sie haben wahrscheinlich auch schon gehört, sie hat in der Kneipe von ihrer Mutter angefangen mit ihrem Berufsleben, hat da die Gäste belustigt und beschenkt, also hier, wie heißt das so, ne, bedient und hat die Fässer geschleppt und hat dabei herausgefunden, dass sie diese 10, 15 Leute, die da so vor ihr saßen, wunderbar unterhalten konnte und das Trinkgeld dadurch nachher auch gestimmt hat. Und jetzt hat sie sich gesagt, ich würde diese Leiden, also diese Entertaining-Leidenschaft, die würde ich gerne auf eine noch viel größere Bühne bringen. Wie mache ich das? Das mache ich dadurch, indem ich mir einen Namen mache, indem andere Menschen auf mich aufmerksam werden, indem ich mir sozusagen einen gewissen Einfluss aufbaue. Und das hat sie gemacht. Wenn sie heute Morgen irgendwas nach dem Aufstehen denkt, dann wissen das zumindest sofort ihre 2 Millionen, 3 Millionen Social Media Follower. Und wenn es noch interessant genug war, dann wissen es am nächsten Tag 86 Millionen Menschen in Deutschland. Von daher hat sie sich da etwas aufgebaut, wo, glaube ich, viele von uns im Einzelnen sehr von profitieren können, wenn wir einen Namen haben. Wenn man mit unserem Namen etwas in Verbindung bringt. Sie müssen ja nicht berühmt werden, Sie müssen ja auch nicht in der Zeitung oder ins Fernsehen. Aber in dem Umfeld, in dem Sie sich bewegen, wenn man da mit Ihrem Namen etwas verbindet, dann ist das, glaube ich, etwas sehr, sehr Wertvolles, weil Sie dann auch Fußstapfen hinterlassen können auf dieser Welt. Was war dein persönlicher größter Erfolg? Also, wenn ich jetzt mal generalistisch antworten müsste, dann wäre es, dass ich mich überhaupt damals mit 18 getraut habe, mich selbstständig zu machen, in diese Medienwelt ohne Vorerfahrungen einzutauchen, einfach nur mit dem wahnsinnigen Interesse und der Leidenschaft und das dann mittlerweile 4 GmbHs und so weiter umzusetzen und einfach immer dazu zu lernen, klein anzufangen, kleine Brötchen zu backen, größere Brötchen zu backen und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt mal sagen, ganz generalistisch. Fühle ich mich wahnsinnig wohl und bin total glücklich mit dem, was ich mir da aufbauen konnte. Mit Höhen und Tiefen, aber die Höhen haben immer überwiegt. Und wenn ich ein einzelnes Produkt rausnehmen müsste, wäre es witzigerweise auch das Thema Erfolg, also das Thema Erfolg-Magazin, weil es so ein breites Thema ist, wo sich so viel mitmachen lässt. Und weil die Leute da so ein großes Interesse dran haben. Also da kannst du eine Krankenschwester nehmen, einen Bodenverleger, einen Hotelmanager, einen Politiker, einen Unternehmer. Alle interessieren sich auf ihre Art und Weise für Erfolg. Und da können wir also ganz, ganz viel mehr machen. Da kriege ich so viel tollen Zuspruch und kriege Leserbriefe und Kommentare und was weiß ich alles. Also es freut mich sehr. Das wäre wahrscheinlich so das Einzelprodukt, über das ich am meisten happy bin. Als allererstes ganz herzlichen Dank, Julian Bach. Ich danke schön. Vielen Dank. Danke schön.